Im nächsten Schritt sollen alle Wände der Wohnung verputzt werden. Aber die Bauarbeiter haben keine Erfahrung mit dem Mörtel, den ich verwenden will. Deshalb haben die Kollegen ihn erstmal in den Kabelschlitzen ausprobiert. Wenn später die ganze Wohnung verputzt ist, wird niemand mehr wissen, wo in den Wänden Elektrokabel oder Wasserleitungen langführen. Diese Information hätte ich aber gern. Zum Beispiel, wenn ich ein Regal an die Wand schraube oder nochmal renoviere. In genau 37,5 cm Höhe bitte nicht bohren. Der Elektriker hat mir gesagt, dass sein alter Aluminiumkabel, die sind dort abgeschnitten, haben keine Funktion mehr. Es wäre jetzt zu viel Aufwand, die da jetzt auch noch rauszuholen. Aber ich habe natürlich jetzt dokumentiert, dass an dieser Stelle alte Kabel in der Wand sind. Dann weiß man später auch, wenn man ein Loch bohren möchte, selbst wenn man dort auf ein Kabel trifft, da liegt definitiv kein Strom drauf. Okay, Computer. Das Balkonzimmer, genau das gleiche. Ich habe einen Zollstock an die Wand gestellt und werde anhand des Zollstocks versuchen festzuhalten, wo in welchem Bereich welche Elektroleitung hinführt und wo in welchem Bereich ein Hund entlang läuft. Mit einem Stitching-Programm hefte ich alle Fotos einer Wand zusammen. Damit erhalte ich später einen schnellen Überblick. Ich meine, schon 5 Jahre nach einer Renovierung weiß doch keiner mehr, wer was wie unter dem Putz gebaut hat. Mit Hilfe der Dokumentation werde ich später genau wissen, welche Werkstoffe wo verbaut wurden. So kann ein Haus oder eine Wohnung sogar zu einer Art Rohstofflager werden. Und es wird mir auch helfen, wenn es um Reparaturen geht. Ich probiere auch mal aus, ob es nicht noch leichter ist, mit der Panorama-Funktion meines Telefons eine Wand am Stück zu fotografieren. Aber das Ergebnis ist auch nach mehreren Versuchen nicht so geil. Man beachte die kunstvoll geschwungenen Linien, die in Wirklichkeit aber sehr gerade sind. Außerdem ist die Auflösung, also die Schärfe der Fotos, sehr viel besser.